Ja, nehmen wir nochmal einen Ausdruck einer Gleichung implizit. Und ich nehme mal x hoch 3 minus x mal y plus y hoch 3 gleich 200. So, und ich habe ja grundsätzlich ja schon mal Unterschied zwischen explizit, implizit deutlich gemacht. Schieße ich vielleicht auch raus zum Video, dann kann man sich nochmal den Spaß gönnen als Basic, als Grundlage. Denn dann ist es eigentlich easy, wenn man jetzt eben hier andockt mit d nach dx. Also ich leite erstmal nach x ab und auch die Schreibweise geklärt, dass hier jetzt nicht dy steht, denn das taucht ja gleich auf als eben Ableitung für y, und zwar der Ausdruck y von x, der ja hier versteckt ist. Wenn ich jetzt loslege, ich fange hiermit an, nach x abgeleitet, kein Problem, 3x hoch 2, grundsätzliche Regeln am Anfang, da hat man zu Beginn die ersten Berührungspunkte gehabt mit dem Ableiten, Hochzahl nach vorne multiplizieren, beim Exponent einen abziehen. Jetzt wird es schon ein bisschen ruppeliger, wir haben x mal y und wir haben hier die Produktregel, die wir anwenden müssen. Also im Prinzip haben wir einen, das müsst ihr gucken, ob ihr u und v oder g und h Teil habt, und ich schreibe es nur hin, damit man es, wenn man es vielleicht auch nochmal macht oder jetzt anhält und erstmal selber probiert, auch die Abfolge hat mit u' mal v plus u mal v'. Und jetzt kommt eigentlich so das Wichtige, dass man eben dran denkt, okay, wir haben hier noch ein Vorzeichen, auch noch ein Minus. Was machen wir da? Dann könnt ihr sagen, okay, wir machen Minus entsprechend und schauen uns das erstmal hier an. U', also diesen Teil hier abgeleitet nach x, ist 1, den v-Teil übernommen mal y plus den u-Teil übernommen mal v'. Und jetzt kommt es ja, ne, im Hinterkopf y, y von x. Also wie leite ich entsprechend ab? Erstmal, das ist ganz banal als innere Funktion, ist es y abzuleiten. Das wäre 1, aber eben noch mal den inneren Teil, also dy dx. Ganz wichtig an dieser Stelle, dass man sonst noch mal reinhüpft und versteht, vielleicht wird es, wenn man jetzt das erste Mal hier dabei ist, es hier noch klarer. Plus, dieser Ausdruck hat ja im Prinzip y von x in Klammern hoch 3, also eine Verkettung von der äußere Teil ist irgendetwas hoch 3, wäre 3 mal der innere Teil bleibt erhalten, hoch im Exponent einen abziehen, mal die Ableitung von der inneren Funktion, dem inneren Teil, also dy dx. Das ist eigentlich die Geschichte, wo die meisten am Anfang Probleme haben, das zu verstehen. Auf der anderen Seite habe ich eine Zahl 200 abzuleiten, das ist dann natürlich 0. Auch wieder aus den Grundlagenvideos zum Thema Ableiten, da könnt ihr sonst noch mal reinhüpfen. Und jetzt ist man eigentlich nur an dem Punkt, hier eben aufpassen. Wenn ich jetzt die Klammer wegmache, warum wird hier daraus ein Minus? Weil das Minus bezieht sich natürlich auf den ersten und auf den zweiten Teil. Und wie gehe ich jetzt weiter fort? Erstmal all das, was nicht irgendwas mit dy dx hat, was ja in sich die erste Ableitung nach y dann hinterher ist, für y von x. Also packe ich das und das entsprechend auf die andere Seite, hätte dann übrig minus x dy dx plus 3y² dy dx gleich plus y minus 3x². Und wie kriege ich jetzt das hier isoliert? Das ist im Prinzip dann ausklammern. Also dy dx bleibt übrig minus x plus 3y² gleich y minus 3x². Und jetzt entsprechend noch teilen. Dann haben wir dy dx etwas verschmiert. Y minus 3x hoch 2 durch minus x plus 3y². Und ihr könntet jetzt entsprechend auch, wenn ihr für x und y Werte gegeben habt, eben einsetzen, und dann wisst ihr um den Wert der Steigung für die Ableitung entsprechend den Wert. Ich denke mal, nochmal sei es hier erwähnt, das hier ist eigentlich so der größte Schmerz. Wenn ihr den einmal habt, dann kommt ihr da eigentlich super easy und locker durch.